Dutzende Demonstranten haben sich am Montagabend vor dem Bundestag eingefunden, um gegen die Kurdenpolitik des türkischen Präsidenten Erdogan zu protestieren. Auf Bannern, Schildern und Fahnen sprachen sie sich für Frieden aus und forderten die Bundesregierung auf, sich verstärkt für die Wahrung der Menschenrechte am Bosporus einzusetzen. Die Bundesregierung hat für einen differenzierten Umgang mit der Türkei geworben. Die Verhaftung von Oppositionellen und die Einschränkung der Pressefreiheit müssen deutlich kritisiert werden, sagte Innenminister Thomas de Maizière am Montagabend in Berlin auf dem Deutschlandkongress der Union zur inneren und äußeren Sicherheit. Aber gleichzeitig sei die Türkei auch ein wichtiger Partner im Antiterrorkampf. Also das Verhältnis zur Türkei ist schwierig und die Türkei hat auch ihre Position etwa gegenüber manchen Gruppierungen in Syrien und im Irak verändert, insbesondere dann, als sie selber auch nochmal zusätzlich Opfer von Terrorismus geworden ist. Also ein differenziertes Bild auf die Türkei unter Wahrung unserer Interessen, unserer nationalen Interessen, ist, glaube ich, der richtige Weg. In Europa mehren sich angesichts des Vorgehens türkischer Sicherheitsbehörden gegen Oppositionelle nach dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli die Sorgen, das Land verwandle sich in einen autoritären Staat.